Auf jeden Fall. Mein Schick ist klar. Und die, die es hätten hören können, nicht kapiert hätten. Die und ab. Man beachte diesen tollen Kimono hier auf der Bahn 4. Ja, danke. Schon ein bisschen spät. Ja, ich weiß, für die Jugend ist das jetzt gerade noch Aufstehzeit, schon klar. Und damit auch die Jugend zufrieden ist, haben wir natürlich noch super geile Musik. Ja, zwischen den Rennen, nach den Rennen. Wenn wir über 20-Jährigen dann nachher schon ins Bett müssen. Ich flieg noch. Ja, meine Damen und Herren, Sie können auch sehen, dass das hier alles relativ entspannt abläuft. Es taucht schon wieder ein Team auf. Ich freue mich sehr. Aber wir wollten ja auch erreichen, dass es dunkel ist, wenn wir dann fahren. Und das haben wir dann auch geschafft jetzt. Morgen werden wir allerdings nicht so viel Zeit haben, denn das ist ein sehr, sehr straffes Zeitregime, das morgen gefahren wird, soweit ich das weiß, wenn wir alle 10 Minuten. Aber ich denke, wir sind noch ganz gut im Zeitplan. Es ist jetzt kurz nach 10 und dann langsam rückwärts. Also, ich denke, das wird dann vom dritten Zeitlauf sehr, sehr pünktlich. Boot Nummer 6, fangen jetzt die Stromstelle an. Und hier Nummer 3, die haben dieses Schlagstück. Bahn 7, jetzt Steig 3. Und da haben wir die Greta Diana aus Dresden. Scheiße. Also bleiben Sie ruhig bis zum Ende.
spektakulär, dann werden wir rechnen. Es gibt keine Überraschung. Es wird noch besser aussehen als jetzt. So, das war dann der zweite Lauf. Schon passt bei. Und geht's euch gut dabei? Okay, heute der Auftakt zum Drachenboot Festival 2010. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night, that will be the best therapy. So ein schönes Teamfoto vor einem schwarzen Hintergrund. Der Megablitz. Guck mal, da bin ich mein Bild einmal fest. Sehr gut. Sehr gut. So, ich schätze mal, dass die erste Reihe drauf ist, oder? Alles ist drauf. Okay. Dann wünsche ich euch viel Erfolg jetzt beim Paddeln. Bitte schön. Wunderbar in den Schweriner Farben in Blau und Gelb. Auf beim Stadtwerkekampf 2010. Auf Bad 2 die Euranias, auf der 3 der Titelverteidiger, die Backwürmer. Wobei ich glaube, sagen zu können, dass das, außer es passiert jetzt nochmal eine Leistungsexplosion, ja, das ein bisschen schwierig wird mit der Titelverteidigung. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute, dass ihr das schafft. Und Rücken! Ein paar Anfängerteams sind, also die haben schon einige Male trainiert und das sieht auch sehr, sehr gut aus. Rein technisch, was man auch besonders sieht, kann an den Stromstellen, die eine sehr, sehr gute Zeit gefahren sind. Also im ersten Lauf unter einer Minute, das ist wirklich sehr schnell. Damit können sie dann einen großen Preis von Schwerin morgen übermorgen sehr gut mitfahren. Ich denke auch, dass einige oder eine ganze Menge der Teilnehmer von heute Abend in verschiedenen Drachenboot-Teams dann morgen fahren werden und dieses Wochenende komplett genießen werden. Vor der Startschuss! Mit der Übergabe des Wanderpokals die Stücke von den Stadtwerken direkt auf der Bühne. Ja.